Namen. Im Namen des Mondes informieren wir euch. Willkommen zum Anime- und Manga-Vergleich zwischen dem Sailor Moon-Manga und dem Sailor Moon Crystal-Anime. Heute widmen wir uns Akt 2 bzw. Folge 2 von Sailor Moon Crystal. Schauen wir doch ganz einfach mal, was die Produzenten so für den Anime geändert haben. Akt 2 Army Sailor Mercury wird auch so in der Episode von Sailor Moon Crystal betitelt und startet mit dem dunklen Königreich, in dem Königin Perilia bzw. Queen Beryl im Original mit Yidite redet bzw. Yadaito. Er hat es immer noch nicht geschafft, weiter Energie zu sammeln und wird natürlich deswegen gerügt. Auch im Anime ist es so, dass nach dem offiziellen Opening bei Sailor Moon Crystal die Folge mit dem Dunklen Königreich startet. Allerdings gibt es bei Sailor Moon Crystal, also beim Anime, eine kleine Einführung vor dem Opening, in der man auch Ami sieht, beziehungsweise eben auch Usagi. Weiter geht es dann allerdings genau wie im Manga, das heißt, dass Usagi am Abend von der Schule nach Hause kommt und eben hungrig ist. Hier sieht man noch, wie die Mutter sie begrüßt. Das ist im Anime nicht so ausführlich. Dafür bleibt dann gleich das Gespräch, das Luna und Usagi dann zusammen führen. Wo es eben darum geht, dass sie weiterkämpfen soll, beziehungsweise Usagi eben Angst hat, dass sie wieder gegen Dämonen etc. antreten muss. In der Nacht ist es so, dass Luna sich ja dann wegschleicht, um eben ihren neuen Verdacht zu untermauern. Sie denkt nämlich bereits im Voraus daran, dass Amy bzw. Ami Mizuno eben eine weitere Sailor-Kriegerin sein könnte. Und während Usagi eben schläft, wie man hier auch sieht, was sie im Anime auch tut, geht Luna eben recherchieren. Hier im Manga ist es so, dass es aussieht, als wäre sie ganz normal im Spielecenter, also im Crown Center. Im Anime ist es so, dass ihre Basis sehr viel futuristischer aussieht und eher so wirkt, als wäre sie gerade im Weltall. Weiter geht's damit, dass Ami die besten Ergebnisse abräumt in der Schule am nächsten Tag, was Usagi und ihre Freundinnen eben auch diskutieren. Hier ist eigentlich nur eine Kleinigkeit anders, und zwar, dass eben noch eine Freundin von Usagi und den anderen mit von der Partie ist, die im Manga halt nicht mit erwähnt wurde. Sonst geht es eigentlich relativ gleich wie im Manga ab. Die Szene, in der Luna Ami auf dem Nachhauseweg begrüßt und sie eben genauer unter die Lupe nimmt, ist eigentlich gleich im Anime. Die haben sie aus dem Manga sehr gut übernommen. Einzig und allein die kleine Szene, als Usagi dann zu den beiden stößt, ist etwas anders. Weil Usagi Luna aus Amis Händen nimmt und in dieser Minute ihre Finger eben berührt und Ami dann diese Vision vom Mondkönigreich hat. Die wurde praktisch im Anime mit extra eingebaut. Die gibt es im Manga nicht. Dass die beiden dann ins Crown Center gehen, ist eigentlich im Anime auch so gehalten. Es ist nur ein bisschen anders, dass Usagi Motoki dann eben ihre neue Freundin schon vorstellt, was im Manga jetzt auch nicht explizit hervorgehoben wird. Den Stift bekommt Ami aber auch ganz normal im Anime und auch Usagi bekommt ihren neuen Verwandlungsstift. Ami geht dann eben daraufhin ins Crystal-Seminar, das ist im Anime eigentlich auch gleich gehalten, wird dann eben von der bösen Lehrerin auch angetrieben, dass sie lernen soll. Dann geht es auch schon in den nächsten Tag über, wo Usagi und ihre Freundinnen nach der Sportstunde eben beschließen, dass sie am Nachmittag nach der Schule ein Eis essen gehen wollen. Im Anime ist das allerdings so, dass Usagi nicht in ihrem Sportdress Ami aufsucht, sondern dass sie in der ganz normalen Schuluniform darüber geredet haben und eben dann auch in der ganz normalen Schuluniform zu Ami in die Bibliothek kommt, um sie eben zu fragen, ob sie mitgehen möchte. In beiden Varianten lehnt Ami ab, weil sie sich daran erinnert, dass sie eben lernen muss. Woraufhin dann Usagi natürlich auch nach Hause geht und auf der Straße eben auch auf die böse Lehrerin trifft, die eben Reklame für das Crystal-Seminar verteilt. Da hält sich der Anime auch sehr gut ans Manga
weil es einfach so ist, dass Usagi den Zettel wieder zerknüllt, wegwirft und ihn natürlich Mamoru an den Kopf schmeißt, ist im Anime ganz genauso gehalten. Mamoru fragt dann eben, ob die Katze nicht doch gesprochen hätte, weil Luna ja eben mit von der Partie ist, was Usagi natürlich leugnet und nach Hause geht. Also sagen wir so, im Anime geht sie nach Hause. Um die Crystal Disk, die sie vorher auf Amis Platz in der Bibliothek gefunden hat und die sie mitgenommen hat, einmal zu untersuchen. Im Manga ist es so, dass Usagi das nochmal in der Schule untersucht, also am Schulcomputer. In beiden Versionen wird dann eben rausgefunden, dass die Crystal Disk eben ein Gehirnwäscheprogramm ist. Und Usagi macht sich dann eben gleich auf zum Crystal-Seminar, um Ami zu retten. Im Manga ist nur noch klein eingefügt, dass eben auch Mamoru diese Entdeckung macht und das auch eben mit einer Crystal-Disk recherchiert hat. Ja, beim Crystal-Seminar eben angekommen, verwandelt sich Usagi mit ihrem neuen Stift, mit Moon Power Change, in eine Ärztin, was wieder sehr schön beibehalten wurde, weil im Anime Usagi nun wirklich auch das gleiche Outfit trägt wie im Manga. Bisschen anders ist es jetzt gehalten, dass Usagi zwar den Raum stürmt, Ami sie aber im ersten Moment auch gar nicht erkennt, die Lehrerin im Anime Amis Stift findet, der eben später zur Verwandlung in Sailor Mercury notwendig ist und diesen wegschmeißt, woraufhin Ami dem Stift nachläuft. Im Manga ist es eigentlich so, dass Usagi versucht, Amy aufzuwecken und das aber nicht hinkriegt, weil sie schon so arg unter der Hypnose steht. Als sich Usagi dann eben schließlich in Sailor Moon verwandelt, wird sie angegriffen von der Bösen und verteidigt sich mit ihrem oberen Schmuck auf dem Kopf, also diesen Federn, die sie praktisch als Wurfgeschosse verwendet. Das ist im Anime leider auch nicht beibehalten worden. Da setzt sie wirklich nur den Ultraschall ein, den sie auch schon in der ersten Folge eingesetzt hat, der aber leider nicht funktioniert. Im Manga ist es dann eben nur so, dass Ami als Geisel gehalten wird und Luna ihr sagt, sie möge doch den Stift hervorziehen und in die Luft halten. Woraufhin das Zeichen von Sailor Mercury auf Amys Stirn erscheint und eben ein Nebel auftaucht. Im Anime haben sie das natürlich schöner gemacht, weil es da einfach so ist, dass man dann gleich Sailor Mercurys Verwandlung sieht. Gut, im Manga macht man die Verwandlungen natürlich nicht so wie im Anime. Es ist trotzdem schade, dass man nicht ein Bild sieht, wo Ami sich praktisch verwandelt. Den Nebel erzeugt Ami im Anime natürlich auch, indem sie ihre Attacke beisteuert. So ist es halt im Manga, dass es Ami praktisch einfach nur den Stift hochhält und dann eben ein Nebel entsteht. Usagi ist dann erstmal im Nebel und sucht eben ihre Freundin im Manga und trifft dann auch Tuxedo Mask, der sie eben vor der bösen Lehrerin warnt. Im Anime ist es dann so, dass Tuxedo Mask sie eigentlich nur von dem Angriff rettet und ihr eben sagt, sie soll es beenden mit ihrem Moon Tiara, was sie im Manga eben auch macht. Und während Luna dann noch, das fand ich hier ganz nett im Manga, die ganzen Accessoires wie ihre Maske, die sie am Anfang bei der Verwandlung hat, beziehungsweise ihren Kopfschmuck wieder mit einsammelt, gibt es das natürlich im Anime nicht, weil Usagi ihn da ja nicht eingesetzt hat. Im Manga sieht man dann ganz einfach, dass sich während dem ganzen Kampf von Usagi Ami in Sailor Mercury verwandelt hat und jetzt eben von Luna aufgeklärt wird, dass sie eben jetzt der Kopf und das Genie von ihrer Truppe ist und als Sailor Mercury eben kämpfen soll. Ist im Anime dann eigentlich genauso. Das Kapitel im Manga endet eben damit, dass sich Usagi freut, dass sie eine neue Gefährtin gefunden hat und Ami ganz verwundert ist, dass sie eben eine Sailor-Kriegerin ist. Im Anime ist es so, dass nochmal Jiraito, also Jedite, zu sehen ist, der sich eben auch ärgert, dass eine neue Sailor-Kriegerin aufgetaucht ist. Beziehungsweise sieht man auch noch, wie Ami und Usagi eben vom Crystal-Seminar weggehen und sich noch unterhalten und Ami gerne noch ein Meeting mit Usagi hätte, um eben ihre Fragen beantwortet zu bekommen, weil sie eben darum geht, dass sie als neue Sailor-Kriegerin ziemlich viele Fragen hat. Da ist es halt einfach im Anime ein bisschen verlängert worden, da wurden viele Szenen eigentlich einfach länger gemacht, damit es halt auch für die Anime-Folge passt. Und ja, das waren eigentlich schon unsere ganzen Änderungen.
Der nächste Akt wäre dann Akt 3 mit Ray, Sailor Mars. Schauen wir mal, was im Anime Sailor Moon Crystal sich da geändert hat.